Wenn ich mir heute meinen Körper so angucke, dann bin ich einfach total froh, total erleichtert. Ich sehe noch die Spuren und habe die Erinnerungen daran, was da passiert ist, aber ich fühle mich wirklich komplett vollständig. Ich hatte eine kleine offene Stelle an der Brust, die ich über Wochen so beobachtet habe und die sich aber irgendwie nicht geschlossen hat. Und dann bin ich zu meiner Frauenärztin und die hat gesagt, ach, ich schicke sie mal zum Abchecken ins Brustzentrum. Es wurden an 8 oder 10 Stellen in der Brust Proben entnommen und dann bekam ich den Anruf. Ich bin drangegangen und ich weiß es noch wie heute, dass es ein Riesenschock war. Man nennt das Ganze ein sogenanntes inflammatorisches Mammakarzinom, also ein Brustkrebs, bei dem eine Hautbeteiligung in Form einer Rötung sich zeigt. Und aufgrund einer familiären Belastung haben wir der Patientin auch dazu geraten, beide Seiten zu operieren. Wenn man mich vor der Erkrankung gefragt hätte, wie ist denn das, wenn so eine Brust abgenommen werden muss oder auch zwei, dann hätte ich auch aus so einem feministischen Hintergrund heraus immer gesagt, naja, ist doch eigentlich egal. Und gleichzeitig habe ich dann aber gemerkt, als es darum ging, dass mir jetzt ganz konkret die Brüste abgenommen werden sollen, dass das für mich zu meiner Persönlichkeit dazugehört, dass ich diese beiden Körperteile habe und ich nicht dauerhaft darauf verzichten möchte. Wir haben bei der Patientin eine sogenannte Dieblappenplastik vorgenommen zur Rekonstruktion der Brust. Das bedeutet, wir haben das Eigengewebe vom Bauchraum auf die Brustwand transplantiert. Dieser ganze Prozess, wie so eine Brustkrebsbehandlung sich vollzieht, war ein Marathon und kein Sprint. Es war vor allem eine sehr, sehr lange, anstrengende, belastende Zeit. Die Nachsorge der Patientin sieht so aus, dass sie alle 6 Monate untersucht wird und einmal im Jahr sollte ein MRT der Brust durchgeführt werden. Die Patientin steht nach den ganzen Therapien, die sie durchleben musste, jetzt aber sehr gut da. Also sie ist gesund und man kann davon sprechen, dass sie geheilt ist. Ich bemerke, dass ich seit ich diese Krankheit und vor allen Dingen diese lange Behandlungsphase überwunden habe, mit einem anderen Blick auf die Zukunft schaue und Dinge einfach weniger schiebe und mir genauer überlege, was sind die Sachen, die ich wirklich machen will und dann auch zu gucken, dass ich die machen kann und so handle, wie es für mich gut und richtig ist und wie ich sein möchte.